Herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Wir müssen jetzt hier zu unseren Freunden. Ich weiß nicht, ob das direkt der Pfeil ist, wo unsere Freunde sind. Und ich guck mal ganz kurz was nach, und zwar wie man sprintet. Das würde ich nämlich gerne mal wissen. Springen, okay, bewegen. Okay, wir können so wie es aussieht gar nicht sprinten. Ja gut, okay, aber sie läuft ja auch schon. Immerhin. So, und wir müssen hier rüber. Die Tür ist auf einmal auf, Hallo? okay. Ist jemand hier? Okay, wir können hier durch den Schacht jetzt durch. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber wir werden sehen. Wir haben ja immerhin eine Waffe, zwar keine Pfeile, aber ich hoffe mal, die kriegen wir bald wieder. Und ich bin mir nicht so sicher, ob wir hier alleine sind. So, Kreis, dann können wir hier runter. Und ich bin auch mal gespannt, wie lange Was sind das für Zeichen? Dieses Spiel hier dauern wird. Also ich denke mal auf jeden Fall länger als Apotheon, hoffe ich zumindest mal. Und das ist übrigens für die PS4 zumindest mein allererstes Spiel, was wirklich auf Story bezogen ist. Und wenn das Tage sind, saß ja natürlich viele Tage dann fest. Und ja, ist halt wie gesagt das erste Spiel, was wirklich auf Story bezogen ist und nicht auf oh Multiplayer Gott. Oder so. Das ist verrückt. Hier können wir wieder was anzünden. Hier können wir was untersuchen. Mal gucken, was wir hier finden. Diese traditionelle Nomaske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Schöne Frau. Okay, das war's aber auch. Mehr gibt's hier nicht. Außer irgendeine gruselige Maske. Was haben wir hier? Okay, wir haben, glaube ich, nur EP bekommen, ein paar. Und dann zünde ich hier das mal gerade an. So. Und hier hat einer ziemlich viel Fleisch gegessen. Sieht aus wie beim Metzger. Aber wir haben eine Waffe gefunden. Ich weiß nicht, ob wir noch bessere Versionen von den Waffen kriegen. Wir haben jetzt auch nur so einen improvisierten Bogen. Gut, dann gehen wir mal raus. Und ich weiß, vielleicht hört man das Klicken jetzt auch nicht mehr ganz so stark vom Controller. Ich weiß es nicht, wobei man es in der letzten Folge auch nicht so stark gehört hat, wenn dann der Sound vom Spiel noch drauf war. Gut, Feuer haben wir noch. Okay. Und jetzt. Ach, das ist ein Leiter, okay. So, das dauert hier jetzt ein bisschen. Aber ich freue mich echt schon auf die Action. Ich weiß auch nicht genau, wie das Spiel hier ist, ob das mehr Rätsel ist oder mehr Geballer. Mehr gegen Tiere oder mehr gegen Menschen, das weiß ich nicht. Sam? Sie müssen dem Pfad folgen. Man muss klettern. Hast du gehört? Das. Ja. Doch, da war gerade ein Mädchenstimme. Ich glaube, das war die. Das war, glaube ich, die Frau aus unserem Schiff. Denke ich mal. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay, er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan.
Sie liebt diese Geschichte. Himeko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Sam! Scheiße! Ah! Ah! Na! Sam! Ah! 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 Das ist fies, eine Bärenfalle am Fuß ist nicht gerade angenehm. So. Muss ich irgendwas machen, außer zu zielen? Ich glaube nicht. Okay, das war knapp, da hätte ich beinahe ein bisschen was zu tief gezielt. Ansonsten den Lauf schießen. So, okay, das waren alle. Und hoffentlich kommt nur einer, der uns befreit. Aber wir schaffen es irgendwie. Hier drüben! Reyes! Lagert hier! Lass los! Alles gut, mein kleiner Vogel. Da waren Zacken dran an der Bärenfalle. Ich bin froh, euch zu sehen. Ich weiß nicht, ob das gewollt war oder... Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Rob? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein... Also zu Ross. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Der sollte lieber uns die Pistole geben. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Hier kommen echt viel zu viele Sequenzen. Nicht so schlimm. Okay, gut, wir sind wieder in Ordnung. Kann man hier irgendwas machen? Nein. Haben wir noch Pfeile? Nein, wir haben null, sehe ich gerade da oben in der Ecke. Können wir uns hier irgendwas machen? Hier können wir wieder was suchen. Mal gucken. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Okay, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt alle Sachen anhören werden, die wir hier aufsammeln, je nachdem, wie viele das sind. Werden wir uns die anhören oder auch nicht?
Hier können wir wieder aufbrechen, eigentlich. Achso, die Achse ist nicht stabil genug. Okay. Lara, hier oben, ich hab was gefunden. Das klingt gar nicht gut. So, dann gehen wir jetzt mal zu dem. Da ist ein großes Tor. Und was ist hier? Hier sind Pfeile, gut. Wie viele haben wir jetzt? 7. Okay, nein. L2 zum Ausweichen. Okay. Wir werden die jetzt mal nicht killen. Wir versuchen mal, ob wir das mit Ausweichen schaffen. Ich weiß gar nicht, folgen die uns noch? Ja, tun sie, okay. Aber wir haben sie einfach mal ignoriert. Faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Okay, ich hoffe, die Wölfe kommen jetzt nicht noch hinter uns her. Ich glaube, sie sind aber weg. Und ich wusste doch mal, dass man diese baumelnden Säcke für irgendwas gebrauchen kann. So, das hier können wir auch, aber da brauchen wir wahrscheinlich wieder eine stabilere Axt, ja. Okay, aber die kriegen wir dann jetzt gleich. Okay, hier ist Bergungsgut. Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. Okay, 50 Stück brauchen wir. Wir haben schon mal 10 bekommen. Oh, verdammt. Ich guck mal, ob ich das schaffe, ohne die zu killen. Weil ich habe da ehrlich gesagt keine Lust drauf, jetzt hier die Pfeile zu verschwenden. Wen beten die wohl an? So, hier haben wir noch was. Oh, verdammt. Ich weiß auch nicht, ob sich unsere Leben wieder regenerieren. Feuer erforderlich, verdammt. Okay, lass uns die Wölfe hier oben in Ruhe. Ja, gut. Okay, hier brauchen wir Feuer. Hier haben wir Feuer sogar. So. Dann brennen wir das hier mal nieder. So, so. Das müsste reichen. Haben wir genug. Okay, irgendwie in Lagern sollen wir das verbessern. Whitman ist total hysterisch. Okay, und wir finden schon wieder was. Der Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Okay, ich habe gerade gesehen, es gibt nur 7 Stück von denen, also dann werden wir uns die doch alle anhören. Aber erstmal beende ich jetzt die Folge hier. Wenn sie dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Tomb Raider wieder.